Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, neue Aufnahmesession. Ich habe jetzt auch irgendwie eine ganze... Der Bär, richtig. Ich erinnere mich aus der letzten Folge, glaube ich. Ne? Da war der schon da. Ne? Ich habe jetzt anderthalb Wochen auch gar nicht mehr gespielt. Ich muss da jetzt erstmal wieder reinkommen. Was habe ich denn hier? Viel zu viel Unordnung. So kann ich hier nicht arbeiten. Wo ging es denn runter? War doch eine Treppe hier, oder nicht? Habe ich hier alles gelootet? Ja, habe ich. Habe ich. Hier ist die Leiter. So, dann mal gucken, was der Quality Joe macht. Ey, wehe. Ja, okay, super. Puh, das hat funktioniert. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er sich nach dem Ausloggen den nicht mehr merkt. So, wir möchten eigentlich nur Bücher holen. 8 Splints brauche ich wohl nicht, ne? Einen nehme ich mal mit. Was macht denn mein Kopf? Mining Helm ist eine ganz coole Sache, glaube ich. Wobei, den lasse ich lieber hier. Den brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, Ziel ist es für mich jetzt, ich will rüber in den Bücherladen. Ey! Ich will rüber in den Bücherladen und Reinforced Iron Club, Reinforced, ich hatte so einen Barb Club, der soll besser sein, kam auch als Hinweis. Unordnung hier. Ich pack das erstmal alles weg. Das Messer, vielleicht gegen so einen Hund, ne? Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Und kann ich den Bogen irgendwie reparieren? Wahrscheinlich, ne? So. Die Federn nehme ich mal auch nicht alle mit. So viel brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Und Holz, da könnte ich mir noch ein paar Woodframes herstellen. Erstmal repariere ich den. Und dann stellen wir uns noch ein paar Woodframes her. Ich sag mal 15. Und das restliche Holz kommt in die Kiste. So, der hat jetzt ein kleineres Item-Level. Das ist mir aber auch egal an der Stelle. Ein bisschen Wasser haben wir dabei. Auch da lasse ich mal die Hälfte hier. Antibiotika ist nie schlecht. Bandagen, ja, gut, läuft. Ich bin leidlich nervös wegen der Köter, weil ich lasse dem Doktor jetzt drauf, dass ich schnell wieder hier hochkomme. Wer hat den denn da so doof angehangen? Ich bin doch leidlich nervös wegen der Köter. Weil man die wohl auch nicht mehr sehen soll. Großartig. Also man bemerkt sie vorher nicht wirklich. Das ist dann unter Umständen ein Problem. Jetzt gehe ich da nur mit einer Steinaxt in den Bücherladen. Das ist aber auch eine mutige Aktion, ne? Oder eine blöde. Ich weiß es noch mal nicht. Ich nehme mir das Messer lieber in die Hand. In erster Linie macht mir der Bär da vorne echt Sorgen. Wenn das hier mal der einzige Bär ist. Greifen Hunde eigentlich auch Bären an? Oder eher gesagt, greifen Bären Hunde an? Oh, Shotgun Store da vorne, glaube ich. Yep. Aber ich will jetzt erstmal hier hin. Und muss gucken, ob der Bär hier zu nah dran ist. Das sieht doch so aus, als könnte das funktionieren. Ja, Schande. Okay, es ist wenigstens nur eine. Ja, da bin ich jetzt gar nicht mal so unglücklich, dass sie den Zombie-Spawn so wahnsinnig runtergeschraubt haben. So, da kommt jetzt erstmal was vor. Und ich habe jetzt kein Holz dabei, ne? Sonst hätte ich jetzt die Fenster mal eben alle aufrüsten können. Naja, okay, es wird schon gut gehen, hoffe ich mal. So, ich nehme die ins Inventar.
Ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber von irgendjemandem kam der Hinweis, er hat mal Bücher direkt aus zum Schrank gelesen. Und ganz selten kam es wohl mal vor, dass er das irgendwie nicht gezählt hat und das Buch aber danach weg war. Deshalb mache ich das jetzt einfach mal so. Kann ja durchaus sein, dass es da mal klemmt. Oh, Shotgun-Schematik. Nochmal Wrench-Schematik. Auch schön. Die Wrench soll mittlerweile besser sein als der Clawhammer. Was ich persönlich ganz komisch finde. Normalerweise war der Claw immer besser als die Wrench. Wenn ich mir jetzt eine Wrench herstelle. Crossbow hatte ich aber schon, glaube ich. Ne? Ich glaube, Crossbow, ja, hatte ich, glaube ich, schon. Aber ich nehme auch gerne doppelte Sachen mit. Naja, vielleicht jetzt nicht zwei doppelte. Das ist nicht ganz so. Dafür gibt es zu viele coole Schematics, die ich auch gerne hätte. Und wer weiß, wann wir... Hunting Knife Book hatte ich doch auch schon. Ne? Ammunition Nation ist, glaube ich, nicht schlecht. Ich glaube, da ist alles an Munition drin. Ja, Lederboots. Aber Leather Tanning bräuchte ich, glaube ich. Ne? Sonst kann ich mir gar keinen... Kann ich mir... Ist das noch so? 9 mm ist auch schon mal nicht schlecht. So. Wir haben mal Taschen leer, dann kann ich es erstmal mitnehmen. Ich lese es gleich alles, natürlich. Klauhammer. Das Fenster da gefällt mir gar nicht. Das würde ich auch gerne mal eben etwas dichter machen. Ja, es muss reichen. Iron Helm. Ist ja gar nicht so schlecht. Und 10 mm. Okay, dann lesen wir die erstmal. Reed. Clawhammer. Ich lese die alle. Sicher ist sicher. Obwohl. Crossbow. Crossbow habe ich schon. Was passiert, wenn ich den jetzt nochmal lese? Okay, man kann sie zweimal lesen. Dann mache ich jetzt da mal Scrap. Das bringt drei Papier. Das bringt es auch nicht, ne? Okay, dann kann ich sie auch lesen. Für drei Papier lese ich sie lieber alle doppelt und dreifach. Rocket Launcher. Das ist cool. Oh, komme ich wahrscheinlich im Leben nie zu, mir den herzustellen. Oder die Raketen. Ich glaube, das ist auch echt fürs ganz Grobe. Rocket Launch. Ich will mal eben kurz warten, bis es da unten fertig ist, weil ich wissen will, was mir das Ammunition Book bringt. Ja, nochmal drei Papier. Da hat wohl schon jemand ein Rezept mal geschreddert. Haha. Haha. Okay, wir könnten die Ledercouch hier gleich noch zerkloppeln. Das können wir machen. Das... Können wir eigentlich mal eben tun. Haben wir noch ein bisschen Leder dazu. Man kann sie ja nicht mehr mitnehmen. Aber vielleicht kann man sich ja mittlerweile eine eigene herstellen. Das wäre auch sehr schön. Dünke wollen wir mal mitnehmen. Boah, ist orange. So, jetzt können wir es mal leeren hier. Bullet Tip. Ei, dafür ist das. Für die ganzen Grubensachen. Bullet Casing. Sonst, das ist gut. Also auf jeden Fall absolut erforderlich, um sich Munition in der Art herzustellen. Das ist gut. Also die Grundlagen der Munition. Und dann lernt man durch die anderen Bücher, dass man zu warm ist und sich mal dringend ausziehen sollte. Genau. Dann lernt man durch die anderen Bücher, wie man daraus dann eine 9 mm oder eine 10 mm Patrone formt. Jo, Leder gibt es hier auch gut. Es ist jetzt schade, dass die Ecke so leer aussieht. Aber gut, ich gehe hier jetzt auch nicht mehr so oft rein. What the... Hunger, was? Ja, muss ich mich wohl drum kümmern. Gut, dann hocken wir uns hier mal eben schnell durch. Ich habe immer noch Angst vor den Hunden. Jemand schrieb mir mal irgendwie, ja, aber eben sind die um 12 gekommen und halt um 19 Uhr nochmal und... Ich würde die Nacht hier eigentlich ganz gerne schon wieder zu Hause sein, aber
an diesem Tag draußen durch die Gegend zu laufen, halte ich nicht für die beste Idee, wenn man überleben möchte. Deshalb glaube ich, dass ich die Nacht wahrscheinlich nochmal hier verbringen werde, in dieser Stadt hier. Da gehe ich stark von aus. Was haben wir denn da drin? Immerhin Murky Water. Ja. So. Ach, den hatte ich schon. Was ist damit? Nichts. Dann gehen wir da drüben. Oh, ja, haben wir doch auch noch mal. Ich habe doch noch was zu essen, oder? So sieht's aus. Ja, das nehmen wir mit. Da ist nichts drin. Auch nichts drin. Die Kasse will auch nicht. Aber dieses Stromgeräusch von dieser Lampe hier ist mal echt intensiv, ne? Auch eine normale Tür. Sehr schön. Ich muss ja damit rechnen, dass ich mal einmal irgendwann sterbe, wenn Hundehorde kommen. Ne? Da muss ich wirklich ein bisschen mit rechnen, dass ich eventuell sterbe an der Hundehorde. Sollte man jedenfalls irgendwie auch einen Plan haben. So richtig doch vorbereiten kann man sich nicht. Aber ohne Shotgun habe ich den jetzt auch nicht so wahnsinnig viel entgegenzusetzen. Ich glaube, dass sich da drin ein Safe befindet. Gucken wir mal. Ich glaube, der ist einer. Und ich hoffe ja, dass ich unten noch so ein Level up hinkriege, weil dann stecke ich die letzten Punkte in Quality Journal. Wobei, ich bräuchte noch zwei Level ups, ne? 10, 20, 30 Punkte braucht das nächste Level von Quality Joe. Ja, ich habe immer noch ein bisschen Eisen in meiner Forge, ne? Das, ich würde ja ganz gerne mal mit Metallwerkzeugen anfangen zu arbeiten. Na, mach schon. Ich sehe es kommen, ich stehe da gleich drin und dann kommen die Hunde und dann fressen sie sich langsam durch die Wand. So wird das kommen, bei meinem Glück. Na komm, mach schon. Es dauert echt eine ganze Weile mittlerweile, aber ich finde es nicht schlecht. Mal eben so reinhacken geht auch nicht mehr. Aber das wird später kommen, denke ich mir, wenn man besseres Werkzeug hat. Pass auf, dann können wir nochmal anfangen, was zu scrappen, oder? Die scrappen wir hier mal. Und guck mal, das können wir nochmal essen. Und das können wir nochmal essen, dann können wir das auch nochmal scrappen. Und die Casino-Tokens können wir scrappen und schon können wir das mitnehmen. Ja, ja, da ist ein Safe. Ei, der wird dauern. Ah, da will ich jetzt schon überlegen, ob ich jetzt mal eben schneide. Nee, pass auf, den Safe looten wir, wenn wir Quality Joe voll haben. Das bezieht sich doch bestimmt auch da drauf. Das wäre, glaube ich, cleverer, wenn wir das machen. Genau wie wir auch erst Shotgun Store dann looten werden. Und wir könnten da drüben in eins der Häuser mal rein. Das könnte man mal machen. Oder wir versuchen, in den Bunker zu kommen. Das Haus da sieht sehr attraktiv aus, finde ich. Ich muss an den Bären denken. Da hinten scheint noch so ein Supermarkt zu sein. Wo ist denn der Bär hin? Okay, erstmal hier einen sicheren Zugang verschaffen. Falls da jetzt Hunde kommen, dass ich da schnell rein kann. Jetzt das Auto looten. Zwei Öl. Eben erstmal zurückgehen in unsere Hütte. Inventar leer machen, sonst kann ich da ja nichts looten. Das machen wir. Zack, zack, zack. So, und schnell wieder dicht machen. So,
Das passt. Läuft auch gut. Läuft auch gut. Ein paar schöne Bücher gefunden. Kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Kann ich mich gar nicht beklagen. So, dann kommt hier weg das Gunpowder. Das Tanktop. Ich könnte eigentlich ein bisschen Plant Fibers und ein paar Steine gebrauchen. Dann könnte ich mir nochmal Pfeile herstellen. Den Shopping Basket packe ich mir mal weg. Die Gläser können da rein. Ich habe ja noch was zu trinken. So schlimm ist es nicht. Sieht sehr unübersichtlich aus, gerade hier bei mir im Inventar. Ne? So, das Papier kommt weg, die Bücher kommen weg, Scrap Press. Das Bier brauche ich nicht, den Alkohol brauche ich nicht. Die behalte ich hier. Leder behalte ich auch mal. Vielleicht können wir. Wobei, nee, wir wollen hier looten, wir wollen nichts craften. Wir wollen jetzt erstmal nur looten und nichts craften. Und deshalb packe ich auch meine Skullcap hier. Und eine Schaufel brauche ich jetzt hier auch nicht. Das First Aid Kit würde ich gerne behalten. Wir trinken mal was. Und so wie es aussieht, sollte ich mich um Essen kümmern, ne? Das sollte ich wohl. Dann könnten wir mal versuchen, den Hirsch da draußen jetzt eben auseinanderzunehmen, wenn er noch da ist. Ich würde es so gerne jetzt speichern oder so. Wie hoch muss ich denn? Wie hoch muss ich denn überwegziehen? Um den zu treffen. Ich wollte nicht so lange auf der Straße stehen, Mensch. Okay, jetzt habe ich ihn. Okay, schnell hin. Also, genau hier war doch der Bär mal. Das Essen muss ich direkt gleich zurückbringen. Das geht nicht anders. Das kann ich hier nicht. Will ich nicht mit in das andere Haus reinnehmen. Oh oh. Das muss natürlich auch weg. Schnell darüber. Ja, Sicherheit geht vor an der Stelle. Definitiv geht hier Sicherheit vor. Weil ich bin echt. Also man sollte ja irgendwie meinen, wenn jemand, dass ich spiele das ja schon eine ganze Weile, ne? Aber diese. Okay, Hunde auf dem Hund. Muss das Fleisch loswerden. Okay, Hunde. Ich ein Schwein gehabt, ey. Warum habe ich das Gefühl, dass die schon im Haus sind? Warum habe ich das Gefühl, dass die im Haus sind und unten die Metalltür in wenigen Sekunden kaputt gemacht haben? Die sind genau unter mir. Die dürften im Haus sein. Wenn ihr mich fragt, sind die im Haus. Okay, werde jetzt nicht runterfallen. Ich bin ja auch nicht schwindelfrei, Mensch. Ah, unangenehm. Das sollte ja eigentlich halten hier, ne?
Okay. Nicht den falschen wegnehmen, weil auf gar keinen Fall den falschen Woodframe wegnehmen. Mach hier bloß keinen falschen Fehler. Jetzt muss ich sehen, dass ich hier irgendwie aus der Situation sauber rauskomme. Na, das bringt mir irgendwie gerade alles nichts. Das bringt mir irgendwie gar nichts, was ich hier mache. Ich will mal gucken, wo die sind. Die sind doch hier irgendwo im Haus. Ich kann da jetzt nicht runter. Was mache ich denn jetzt mal? Ideen, Vorschläge? Die hauen doch jetzt auch nicht von alleine wieder ab, oder? Obwohl, ich bin undetected. Wer weiß, ob die irgendwo nur festklemmen. Vielleicht sollte ich einfach warten. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee. Na gut, von der Idee, so langsam kann ich auch mal sagen, ey, die Folge ist vorbei. Aber was mache ich denn jetzt hier? Ich kann doch nicht einfach bis Tag 6 hier oben stehen bleiben. So gut, ich meine, ich habe Fleisch. Ich kann mir ein Campfeuer machen. Das ist alles nicht so das Riesenproblem. Ich habe auch Holz dabei. Geht alles. Also, ne? Verhungern werde ich jetzt nicht. Ich würde gerne mal gucken, was die hier unten machen, Mensch. Okay, ich versuche mal hier ein Loch in die Decke zu schlagen. Versuche ich doch nicht. Und so wie der knurrt, ist der aber auch direkt bei mir dran. Ne? Ich kann auch nichts sehen. Also die eine Treppe sind die doch hochgekommen über den Woodframe, oder nicht? Ich habe doch den Woodframe nicht weggenommen. Die sind doch hier bestimmt drin. Sensed und undetected, immer im Wechsel. Auch nicht so schick. Ich würde ja gerne mal, gucken. Ah, well, mach doch keinen Mist hier. Okay, das ist gefährlich, da ist ein Vorhang dran. Da ist ein Vorhang dran. Das kann ich nicht, wenn ich Glück habe. Nee, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, ne? An so Fenstersimsen irgendwas ranzubauen, da habe ich schlechte Erfahrungen gesammelt, ne? Glaube ich auch. So. Wir könnten das aber so machen. Nee, das ist mir zu instabil hier. Hält das, wenn ich mich da jetzt ranhänge? Jetzt müsste es halten. Ey, lass mich nicht abstürzen. Da ist mein Campfire. Hier ist meine Kiste. Da hinten geht's hoch. Ich glaube, dass die irgendwo unten im Eingangsbereich im Keller sind. Vielleicht sollte ich mich doch mal versuchen, da hochzubauen. Jetzt sind sie gerade ruhig. Das will aber überhaupt nichts bedeuten, weil ich einfach nur glaube, dass die Jungs immer noch da sind. Unten läuft was? Das klingt aber nach Zombie. Oh nee. Das hilft nichts. Ich glaube, ich werde mich da mal an der Außenwand runterbauen. Ich will mal gucken, ne? Ich will einfach mal gucken. So, dann machen wir das so. Dann nehmen wir den weg und den weg. Und ich würde sagen, wir machen hier aber in der nächsten Folge dann erst weiter. Ey, jetzt habe ich das Hecheln am Ohr. Das ist aber echt nicht schön gerade. Das Fenster ist da drunter, ne? Ja, das Fenster ist da drunter. Ich will nichts an dieses Fenster hängen. Ich muss hier aber irgendwie runter. Das ist das Problem. Hier sind überall Fenster. Das ist uncool. Ah, vielleicht auf der anderen Seite des Gebäudes. Ich springe da jetzt nicht runter. Ich weiß nicht, wie viele Hunde das sind, aber es sind auf jeden Fall sind es
2, würde ich sagen. Auf jeden. Und ich nehme den da mal weg. Ich erinnere mich da an Situationen, wo ich Frames weggenommen habe und noch drauf gestanden habe. Deshalb bin ich da gerade etwas. Aber wie gesagt, ich bin ja halt nicht schwindelfrei. Das ist das andere Problem. Und das kann hier schon mal ins Auge gehen mit dem Sitzen. Ja, so. Den einen setzen wir hier mal hin. Ja, dahin. Dann setzen wir den dahin. Den setzen wir dahin. Dann können wir den wegnehmen. Den wegnehmen. Ich setze mir hier lieber 2 ran. Okay, hier sind keine Fenster. Hier kann ich mir nämlich eine schöne Treppe runterbauen. Darauf wollte ich hinaus. Okay, ich verabschiede mich aber für heute und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich gehe der ganzen Sache mit ziemlich viel Respekt entgegen, wie ihr merkt. Ne? Naja, gucken wir mal. Okay, Guti, dann ja, drückt mir mal die Daumen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.